Wenn dir bewusst wird, dass du vielleicht 10 Jahre hättest tot umfallen können, das macht verdammt viel Angst. Katharina Bauer ist der erste Mensch, der mit einem implantierten Defibrillator an einer Leichtathletik-WM teilgenommen hat. Wir dürfen sie heute hier in ihrem Zuhause in der Nähe von Leverkusen besuchen und mehr erfahren über ihr Leben als Stabhochspringerin mit einer Herzerkrankung. Hallo! Ich dachte, ich bringe dir mal ein Fotoalbum mit. Das hat meine Mutter damals erstellt. Und ja, sind schöne Erinnerungen drin, ein paar Zeitungsartikel noch von Touren, wichtigste Medaillen, mein Buch, also alles. Perfekt, alles ja. Da. Du hast ja als Kind schon die Diagnose Herzrhythmusstörung bekommen und auch zu der Zeit schon Leistungssport gemacht. Wenn ich mich jetzt da in deine Eltern reinversetze, würde ich sagen, Kind, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wie sind da deine Eltern damit umgegangen? Ich habe mit Kunstturnen angefangen mit 4 Jahren ungefähr. Und ja, mit 7 Jahren war ich im Turnkader. Und bei einer medizinischen Untersuchung kam dann raus, dass ich extra Herzschläge habe. Und das war natürlich schon erstmal ein Schock für meine Familie. Alle 3 bis 4 Monate musste ich zum Kinderkardiologen nach Frankfurt mit meiner Mutter. Und ja, da hatten wir aber ein Gefühl von Sicherheit auch bekommen, weil wir wussten ja, okay, gut, es kann jetzt nichts passieren, ich bin engmaschig, werde ich kontrolliert und die Ärzte waren super. Also ich glaube, wir hatten ein gutes Gewissen einfach. Normal mich auch, dass ich sportlich weitermachen durfte, dass ich touren konnte, dass ich mich schon damals nicht limitieren musste, sondern einfach machen konnte, was mir Spaß macht. Und ich habe immer gut auf mein Herz gehört, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Du warst als Kind ja zum Glück die meiste Zeit noch beschwerdefrei, bis du 18 warst. Da hat sich das dann geändert und du hast dein Herz das erste Mal auch gespürt. Wie hat sich das denn geäußert? Mit meinem 18. Lebensjahr ungefähr, da war ich in der Schulmensa, kurz vorm Abitur. Und da habe ich gemerkt, dass so ein komischer Schlag kommt. Und ich gedacht habe, oh, mir wird jetzt gerade schwindelig. Also mir wurde so ein bisschen schwarz vor Augen auch. Es ist dann nichts passiert zum Glück und daraufhin sind wir dann nochmal zu anderen Kardiologen gegangen und da hatte ich meine erste Herzoperation, also meinen ersten Eingriff, das nennt sich EPU-Untersuchung. Damals konnte man aber leider nicht feststellen, wo die Exzertschläge herkommen, weil sie aus verschiedenen Richtungen gekommen sind. Das heißt, man konnte sie auch nicht veröden, also schließen, diese Bereiche. Und ja, da eigentlich ab dem Zeitpunkt wurde es auch schlimmer, würde ich jetzt sagen. Als du 26 warst, da stand ja dann eine etwas größere OP an. Die Herzrhythmusstörungen, die haben sich verschlimmert. Wie kam das überhaupt zutage? Was ist da vorgefallen? Genau, 2016, das war vor Olympischen Spielen in Rio, habe ich mir sehr schwer die Hand verletzt und gebrochen bei einem Wettkampf. Und das habe ich sehr gut dann überstanden und konnte auch knapp, glaube ich, ein halbes Jahr später wieder springen. Und hatte mich aber gleichzeitig auch bei der Bundeswehr beworben für Spitzensportler. Und sie wollten auch von mir berechtigt, aufgrund meiner Herzgeschichte, dass ich nochmal ein neues EKG mache. Und da hat sich herausgestellt, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich 18.000 extra Herzschläge mehr am Tag habe wie ein normaler Mensch. Das klingt viel. Das war sehr viel und es kann auch, muss nicht, je nach Diagnose, kann dann auch lebensgefährlich werden. Und dann stand sozusagen 2017 die erste Herzoperation dann an. Also erste, zweite in dem Sinne. Es war die erste, die erfolgreich war. Es war nicht angenehm, weil du bist bei dieser Operation wach. Du kriegst 4 Herzkatheter durch die Leiste, nach oben bis zum Herz gelegt. Und dann wirst du untersucht, wo sind denn diese Stellen, wo entstehen denn diese Extraherzschläge. Und wenn du eine Stelle gefunden hast, werden die wortwörtlich weggebrannt. Also du spürst in deinem Herzen, wie Stellen verbrannt werden. Und ich habe das 4,5 Stunden mitgekriegt. Und das ganze Ergebnis war dann super. Also wir waren dann wirklich von diesen 18.000 auf 3.000 Extraschläge runter. Und das war ein neues Lebensgefühl. Wie ist es denn nach dieser OP dann für dich weitergegangen? Genau, der Zustand war dann nach einem halben Jahr dann wieder vorbei. Und da haben wir nochmal ein neues EKG gemacht. Und dann war dann schon klar, ich bin wieder bei 15.000 hoch. Jetzt nicht bei 18.000, aber es war ja schon dann sehr nah dran. Und wir haben es beobachtet. Das war meine eigene Entscheidung. Und in diesem Jahr dann 2018 bin ich dann halt deutsche Hallenmeisterin geworden. Und ich bin da 3 oder 4 Mal über 4,50 Meter gesprungen. Und keiner wusste ja davor, ich habe ja niemandem gesagt, ich wurde am Herz operiert. Ne? Und ich habe ja auch, also gut, ich bin eine sehr emotionale Frau. Und
als ich gewonnen hatte und meinen Trainer umarmt habe und die Leute auf der Tribüne so schreien gehört habe, ich habe halt angefangen zu weinen und vor Glück, aber halt auch, weil ich wusste oder mein Trainer auch, du hast vor einem Jahr eine Herzoperation überstanden, weißt du, du bist jetzt deutsche Meisterin, du springst kontinuierlich fast an deine Bestleistung ran. Wahnsinn. Also da war ich sehr dankbar einfach. Und ja, danach haben wir dann halt wieder nochmal ein neues EKG gemacht und dann bin ich nach Südafrika ins Trainingslager geflogen. Mhm. Und da hat die Euphorie dann, glaube ich, einen Dämpfer bekommen oder wie ging es da weiter? Genau, ich habe in Südafrika, saß auch mein Trainer nebendran, einen Anruf bekommen und die haben gesagt, Katharina, also die Extraschläge sind zu hoch, wenn du nach Hause kommst, du musst auf jeden Fall nochmal operiert werden. Und ich habe meinen Trainer angeschaut und man muss nicht lügen, ich bin sehr positiv gestimmt immer, aber auch der Tag ist dann erstmal niederschmetternd. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und hatte 3 Tage später schon direkt den OP-Termin gehabt. Dann hast du ein Vorgespräch für die Narkose und sie haben aber gesagt, wir müssten nochmal anders mit dir sprechen. Und ja, dann haben sie dann mir mitgeteilt, dass es so nicht mehr geht, nur mit den Operationen, die Verödung der Extraschläge, sondern dass ich einen Defibrillator benötige. Also die Diagnose, die sie mir gegeben haben, war, dass die Extraschläge, die so viel und auch hoch sind, dass das jetzt nicht das Problem ist, aber es gibt einen Schlag da drin, den man nicht operieren kann, der zum plötzlichen Herztod führen kann. Und das ist lebensbedrohlich. Du hast ja dann von den Ärzten quasi gesagt bekommen, dass du jederzeit hättest ja, tot umfallen können. Was ist da in dir vorgegangen? Es war ziemlich unheimlich, als mir das real durch den Kopf geschossen ist. Na, also ich würde sagen, das Gefühl ist schon 10 Jahre lang drin gewesen. Na, also wir reden jetzt nochmal von diesem Mensa-Moment, wo ich dachte, ich kipp jetzt gleich um. Das ist genau das Gefühl, was zu Kammerflimmern führen kann und zum plötzlichen Herztod. Das heißt, faktisch war das schon 10 Jahre drin. Es wurde nur nie, war noch nie irgendwie, hat sich auf dem EKG gezeigt. Wenn dir bewusst wird, dass du vielleicht 10 Jahre hättest tot umfallen können, das macht verdammt viel Angst. Und das ist nicht angenehm. Und ich bin sehr froh darüber oder dankbar, dass ich auch immer intuitiv in diese Ruhe gegangen bin persönlich. Geatmet habe, bei mir geblieben bin und halt, wie gesagt, nicht in Panik geraten. Und vielleicht war das ja irgendwie so eine Eingebung, die mir gegeben wurde, so da, bleib einfach ruhig, weil dann passiert nichts. Du hast noch ein bisschen was vor in deinem Leben. Ich würde vorschlagen, wir sprechen unterwegs weiter und gehen noch ein bisschen an die frische Luft, denn wir wollen ja noch zu einem ganz besonderen Ort und noch einen ganz besonderen Menschen treffen. Dieser Defibrillator war natürlich da, um dein Leben zu retten. Aber zumindest, wenn es nach den Ärzten gegangen wäre, hätte es das Ende auch für deine Karriere bedeutet. War das überhaupt eine Option für dich? Für mich war es natürlich persönlich nicht vorbei. Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen. Sie kannten mich auch ja auch mittlerweile seit der Herzoperation, ne? Und wussten, okay, die fängt wieder an zu trainieren und alles gut. Ich habe dir den Defi übrigens mal mitgebracht. Oh. Siehst du mal ungefähr die Größe, ja. Wenn du in die Hand nimmst. Ist auch nicht ganz leicht, wenn du mal selber in die Hand nehmen möchtest. Der hat ein überraschend großes Gewicht. Bisschen Gewicht, genau. So 25 Gramm, aber wenn es eine Seite ist, dann merkt man es schon. Und dieses Modell liegt halt hier bei mir hier drin. Mhm. Und dann ist die Elektrode hier unten verbunden bis hoch zum Schlüsselbein ungefähr. Mhm. Gab es denn im Alltag für dich Sachen, die du mit dem Defibrillator dann auf einmal beachten musstest? Dir wird dann gesagt zum Beispiel, von welchen Geräten du dich fernhalten musst, wie viel Zentimeter du dich fernhalten musst. Vor allem bei Supermärkten diese Sicherheitsschranken. Mhm. Ne? Und ja, da darf ich nicht drin stehen bleiben, muss immer 1 Meter weit weg sein. Und das war damals, muss ich dir sagen, so ziemlich lustig, weil als ich die ersten Einkäufe getätigt habe, war ich mir noch ein bisschen unsicher, wie schnell soll ich da durchlaufen. Und ich habe halt eingekauft, bezahlt, mich so hingestellt, so 1 Meter weit weg. Und dann bin ich relativ zügig da durchgelaufen. Und die Kassiererin hat mich angeschaut und gefragt so, ja, hast du was geklaut? Und dann ist es, tut mir leid, ne? Ich habe gerade frischen Defibrillator implantiert. Und das war ziemlich lustig. Hast du jetzt fast den Freifahrtschein zu klauen? Genau. So, dann erzähl mal, wo sind wir denn hier und mit wem sind wir verabredet?
Ja, das ist das Stadion in Leichlingen. Da hatte ich meinen ersten Wettkampf, als der Defi implantiert wurde. Das war exakt 6 Wochen nach der Operation und da bin ich 4,20 gesprungen. Deswegen ein magischer Ort für mich. Und hier treffe ich meinen Trainer und einen Teil meiner Trainingsgruppe. Na dann nichts wie rein. Ja. Ja, und da ist dann auch schon mein Trainer, mit dem ich schon 10 Jahre zusammenarbeite. Hallo. Hallo. Hi. Das ist ja schön, dass wir heute mal ein bisschen zuschauen dürfen, während die nächste Generation Olympia rantrainiert wird. Gerade im Leistungssport ist es ja auch dein Job, sie trotzdem zu pushen und zu Leistungen anzuspornen. Wie hast du da den Spagat hinbekommen zwischen, naja, fordern und ja trotzdem gleichzeitig schonen? Also ich habe trotzdem sie gefordert, also in allem, was ich konnte. Aber wenn ich gemerkt habe, dass es nicht geht, dann habe ich auch sein gelassen. Sonst würde ich nachhacken, auf jeden Fall, da wurde ich vorsichtiger in der Hinsicht. Braucht man Fingerspitzengefühl. Ja. Ja, der Leszek hat dich jetzt 10 Jahre deines Lebens begleitet. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Welche Rolle hat er denn da in deinem Leben gespielt? Also man muss sagen, dass Leszek jetzt nicht nur mein Trainer ist, sondern auch für mich wie so ein zweiter Papa, muss man einfach sagen. Also wir haben ein sehr, sehr schönes familiäres Verhältnis auch und dafür bin ich unendlich dankbar. Er hat mich immer unterstützt in jeder Lebenslage. Ja, dann wollen wir dich auch nicht länger aufhalten. Du hast ja auch noch ein bisschen was zu tun und ich würde sagen, wir schauen einfach noch ein bisschen zu. Okay. Gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Ja, auf dein Berufsleben insgesamt hatte die Erkrankung ja auch Auswirkungen und zwar insofern, dass neue Felder dazugekommen sind. Erzähl mal, was war das denn? Was das Schöne ist, was daraus resultiert ist, dass ich Botschafterin werden durfte von diversen herzkranken Menschen oder Trägern mit Defibrillator und verschiedene Posten anzunehmen und einfach anderen Mut machen zu können, mehr für Aufklärung zu sorgen, für Motivation zu sorgen. Und das ist für mich natürlich unglaublich schön. Ne? Und dann habe ich mein Leben durchreflektiert und dachte, ach, dafür ist es ja gut gewesen, ne, dass ich jetzt die Herzerkrankung habe, einen Defibrillator trage, weil ich dann ja einfach was Gutes zurückgeben darf. Da habe ich auf jeden Fall nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe mich super gefreut, dich heute den Tag begleiten zu dürfen und bin sehr gespannt, wo es dich nach deiner Profikarriere jetzt noch hinführen wird. Ich würde sagen, uns führt es jetzt erstmal ins Warme, oder? Auf jeden Fall, komm. Los geht's.